Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wie war das damals zur Einheit? Die Wahrheit ist nicht nett, sondern wahr. Das gefällt Feiglingen, Dummköpfen und Betrügern natürlich nicht. Doch genau diese beherzte Lebensart hat in der DDR von den Werktätigen vieles an Errungenschaften hervorbringen können. Hans Christian Andersen nahm das Thema vor etwa 200 Jahren in dem Märchen des Kaisers Neue Kleider noch einmal auf. Dass das Kind sagte, der Kaiser sei nackt, war nicht nett, sondern die offensichtliche Wahrheit. Hört die Stimme der Wahrheit, heißt es im Märchen. Betrüger hatten die Menschen, vor allem die Kanzler, trickreich verdummt, einschließlich dem Kaiser. Heute würde man sie Politiker und Staatsoberhäupter nennen. Deshalb ist bis heute die Notwendigkeit aktuell, dass die wahrheitsgetreue Stimme der Unschuld laut werde. Nur so kann ehrlichen Herzens in bester Absicht das Wohl aller wieder wachsen und in Kooperation zur gesamten Mitwelt gedeihen. Wie war das nun damals? Es gab zur Wendezeit sehr viele gebildete Menschen, die sehr wohl einen Durchblick hatten, was alles auf uns zukam. Sowohl im Osten als auch im Westen. Doch die Brutalität des Systems und die Gewissenlosigkeit, die von Okkupanten zutage trat, war für viele Menschen im Osten ein schwerer psychischer Schock. So ging man nicht miteinander um. In kurzer Zeit gab es Massenarbeitslosigkeit, die Betriebe wurden geschlossen, ganze Berufszweige brachen weg. Übrigens wurde der Wessi, Detlef Carsten Rohwedder, der als Präsident der Treuhand verantwortungsvoll und ganzheitlich ein kluges Konzept für die gemeinsame Wirtschaft des neuen Deutschlands vorgelegt hatte, 1991 erschossen. Wer wollte, dass der Mauerfall eben keine echte Einigung wird? Offensichtlich Kräfte, die Waffen haben und die Menschen kaltblütig töten, die ihren machtgierigen Plänen im Wege stehen. Siehe dazu, Mord im Schatten der Einheit. Ein Westdeutscher in Westdeutschland erschossen. Viele gutherzige Völker, die im Einklang mit ihrer Umwelt waren, wurden aus denselben Gründen ausgerottet. Erst infiltriert, betrogen und letztlich vernichtet. Mit konventionellen Waffen, mit biochemischen und Frequenzwaffen. Die Liste der Gier und ihrer Opfer ist lang. Also, schaut ein bisschen über den eigenen Horizont hinaus. Erkennt die tiefer liegende Wahrheit. Ein oberflächliches Urteil ins Gemenge zu werfen, verfehlt das Thema, worum es damals, vor 200 Jahren, zur sogenannten Einheit und auch aktuell weiterhin geht. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wünsche euch alles Gute und sage Tschüss und auf Wiederhören.